Hallo zusammen! Heute möchte ich gerne gemeinsam mit euch zum allerersten Mal meine neueste Foundation ausprobieren und auftragen. Deswegen heißt dieses Video auch First Impression, denn ich habe sie erst gestern bekommen. Die liebe Denise von Nisi Love, so heißt ihr Instagram-Account, hat sie mir mitgebracht aus dem Sephora in Frankreich. Das fand ich total lieb. Lieben Dank an dieser Stelle an Denise. Und sie hat sie mir sogar vorbeigebracht. Sie war hier und wir haben ein bisschen geplaudert und dann hat sie mir sie gegeben. Und zwar geht es um die neue Foundation von Fenty Beauty, so sieht das Ganze aus. Fenty Beauty ist bei Rihanna, also Rihanna hat ihre eigene Beauty-Linie rausgebracht und ich bin wahrlich nicht die Erste, die das ausprobiert. Ich habe schon sehr viele Videos auf YouTube dazu gesehen, wo die ganze Collection ausprobiert wird. Es gibt also in dieser Kollektion auch Highlighter und Primer und so weiter und viele waren begeistert, andere nicht. Ich fand es ganz interessant zu sehen. Zum Beispiel hat Tite Schmidt hat ein Video dazu gemacht und dann hat direkt gleichzeitig auch die Jolina Menon ein Video dazu gemacht und ich fand das witzig, diese beiden Videos hintereinander zu schauen. Schaut sie euch mal an. Ich will nicht zu viel verraten. Und natürlich viele andere YouTuber haben das auch schon gezeigt. Trotzdem dachte ich, jetzt wo ich sie einmal hier habe, mich hat also nichts anderes interessiert. Vielleicht noch der Primer, aber da war ich jetzt zu geizig. Highlighter habe ich genug und so. Aber sie verspricht ja auch etwas Gutes. Ich habe sehr, sehr ölige Haut. Das weiß der ein oder andere von euch. Wer es nicht weiß, weiß es jetzt. Und es steht hier drauf, Soft Matte Longwear Foundation. Das hat mich total angelacht, weil ich mag es matt, wenn mein Glanz so weggenommen wird, wenn meine Haut verschönert wird und vor allen Dingen, wenn es lange hält. Und auf der Seite steht drauf, Medium to Full Coverage for All, also eine mittlere bis starke Deckkraft für alle Hauttypen. Longwear, also soll den ganzen Tag halten. Und Light as Air, also so leicht wie Luft. Mhm, da war ich jetzt so ein bisschen angespitzt, das auszuprobieren. Ich sehe gerade, hier hinten steht es sogar in Deutsch drauf. Langanhaltende, mattierende Foundation für geschmeidige Haut. So, hier vorne steht drauf, man soll sie gut schütteln, bevor man sie anwendet. Das habe ich getan. Ich trage sie mir jetzt auf und am Ende des Videos gibt es nochmal so eine kleine abschließende Kritik dazu, wie sie sich so über den ganzen Tag geschlagen hat. Das finde ich immer sehr wichtig, nicht nur den Auftrag und das Finish zu sehen und so ein bisschen zu schauen, wie gefällt es denn und wie sieht es denn aus, ihr seid ja jetzt live dabei, sondern auch am Ende des Tages zu schauen, ist sie wirklich langanhaltend, wie lange hält sie wirklich matt. Bei meiner extrem öligen Haut ist das vielleicht ganz interessant mal zu sehen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir tragen sie jetzt mal gemeinsam auf. Hier seht ihr sie, Flakon, wunderschön, wie gesagt. Und ich versuche das jetzt erstmal mit einem Foundation-Buffer. Und zwar habe ich mir den von Real Techniques hier ausgesucht. Der sieht so aus. Den gibt es, glaube ich, mittlerweile auch im DM zu kaufen. Der heißt Buffing Brush. Und da trage ich mir das jetzt auf. Nehme jetzt erstmal so einen Tropfen und gucke mal, wie ergiebig sie so ist. Und ich fange mal auf dieser Seite an. Okay. Ich habe übrigens heute nur meine Tagespflege aufgetragen. Nichts anderes mit der Haut gemacht. Kein Setting Spray, kein vorher abpudern, kein Porenverfeinerer oder ähnliches verwendet, weil ich die Foundation gerne pur auf der Haut sehen möchte. Und ich bin jetzt schon mal ganz angetan. Ich habe jetzt wirklich nicht viel gemacht, ne? Nur ein paar Mal so diesen Tropfen verteilt. Nur auf der Wange und da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Sie ist tatsächlich matt. Kommt sie raus. Sie sieht direkt aus wie abgepudert. Sie deckt auch direkt ganz gut die Rötungen hier ab in dem Bereich. Hier sieht man die ja noch. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Jetzt werde ich mir den Rest auch noch auftragen und dann mal gucken, ob man sie auch aufbauen kann. Also ich nehme noch mal einen Tropfen und gehe mal auf die andere Seite. Sie wirkt jetzt beim ersten Auftrag hell. Aber ich habe sie schon einmal geswatcht auf der Hand, auf meinem Handrücken. Und da konnte ich beobachten, dass sie relativ schnell, ich nehme mal noch mal was nach, relativ schnell nachgedunkelt ist. Also sie geht locker noch mal eine Nuance dunkler, wenn nicht sogar anderthalb. Und sie dunkelt wirklich nach. Und dann passt sie sich aber sehr schön dem Hautton an. Also ich habe das auf meinem Handrücken richtig beobachten können, wie das so dunkler wurde und gleichzeitig auch sich meinem Hautton angeglichen hat. Das war eigentlich ganz interessant. Aber sollte man wissen, vor allen Dingen, wenn man ein helles Häutchen ist und sich da vielleicht blind so im Internet was bestellen möchte, nimmt immer auf jeden Fall die hellere Farbe. Hier muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich ja meine Augenbrauen schon gemacht habe. Und sie lässt sich sehr gut und einfach auftragen. Also das war jetzt mit dem Pinsel kein Problem. So leicht kreisende Bewegungen, nur ganz leicht so über die Haut fahren. Und dann verteilt sich das Produkt sehr, sehr einfach und ist einfach im Umgang eigentlich. Dafür kriegt sie schon mal eine sehr gute Note und direkt das Hautbild verfeinert, Rötungen kaschiert.
Ich gucke jetzt gerade, also meine Poren sind auch okay, aber ich glaube, die sehen aus wie vorher. Also die sind jetzt nicht besonders verschönert oder geglättet oder so. Ich werde jetzt noch ein bisschen nachnehmen und das hier in dem Bereich noch ein bisschen aufbauen, bis ich so ganz zufrieden bin damit. Und dann gucken wir uns das Ergebnis nochmal gemeinsam an. Also ich muss sagen, dass sie mir auf den ersten Blick sehr gut gefällt. Ich habe eine super ölige Haut und deswegen mag ich das halt total gerne, wenn ich die Foundation auftrage und nicht gleich glänze wie eine Speckschwarte, sondern wenn das Ganze mattiert wird, aber auch nicht zu matt. Also das ist schon matt, aber es ist so ein bisschen samtig matt. Die ist jetzt nicht so ganz tot. Vielleicht seht ihr das auch in der Kamera ganz gut, dass sie noch so ein bisschen, ja. So ein bisschen Leben hat. Also die ist jetzt nicht so wie die Remarkable Foundation beispielsweise von Marc Jacobs, die wirklich sofort komplett abdeckt, total cover und super matt ist. Die ist ein bisschen anders. Also die ist ein bisschen leichter und fühlt sich sehr gut an auf der Haut. Also ich mag das Ergebnis. Ich werde mir jetzt hier in dem Bereich einen Hauch Concealer noch aufgeben. Das so ein bisschen einarbeiten. Was mache ich mit dem Beauty Blender? Ich würde jetzt auch fast gar nicht mit dem Beauty Blender hinterhergehen. Und dieses wunderschöne Ergebnis, was ich mit der Foundation und diesem Buffer hier erzielt habe, irgendwie wieder abnehmen. Weil so ein Beauty Blender, oh, Entschuldigung, so ein Beauty Blender, der ist ja angefeuchtet und der nimmt dann auch immer Produkt weg. Ich kann damit sehr gut die Foundation einarbeiten, aber gleichzeitig nehme ich auch immer ein bisschen was wieder runter. Und das möchte ich jetzt in dem Fall nicht tun. Das heißt, ich lasse es so, wie es ist. Mein Concealer ist heute von Love, der Cover Story Serum Concealer Full Coverage. Davon gebe ich mir ein ganz kleines bisschen auf den Handrücken und arbeite das mit dem Beauty Blender ein. Wirklich nur ganz wenig und dann arbeite ich das gut ein, dass sich das gut mit der Haut verbindet. Es geht einfach nur um diese leichten Augenschatten, die ich hier hatte, diese dunklen, die ein wenig abzudecken und gleichzeitig hier so die Kante von meinem Lidschatten so ein bisschen auszubessern und ein bisschen glatter aussehen zu lassen. Und mehr mache ich jetzt auch wirklich nicht. Ich verwende heute nur ein ganz kleines bisschen loses Puder und gebe mir das wirklich nur minimal auf die Stellen auf, wo der Concealer sitzt. Mehr mache ich heute nicht. Ich komme jetzt mal näher ran, damit ihr das Hautbild besser erkennen könnt. Nach diesen drei Schritten, also Foundation, ein bisschen Concealer und ein hauchloses Puder, was ich jetzt gerade gemacht habe, habt ihr ja gesehen. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also mir gefällt das Hautbild jetzt sehr gut. Ich habe nochmal natürlich einen Spiegel mir vor die Nase gehalten, um das nochmal so ganz von nahem zu sehen. Ich sehe also wirklich hier, dass die Haut verfeinert ist. Sie ist einheitlich gefärbt, also die Rötungen sind alle abgedeckt. Es fühlt sich sehr leicht an auf der Haut. Es ist nicht so kräftig wie eine Full Cover Foundation, wie ich eine Full Cover Foundation erwartet hätte, so wie die Remarkable zum Beispiel, sondern sie ist viel leichter, macht aber trotzdem ein ähnliches Hautbild. Also schön mattiert und fühlt sich sehr gut an auf der Haut. Also bis jetzt, sagt sie mir sehr zu. Ich schminke mich jetzt mal eben fertig. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe jetzt nur ein kleines bisschen Bronzer verwendet, einen Hauch Rouge drüber gegeben und bewusst auf Highlighter verzichtet. Ich wollte das Bild der Foundation jetzt einfach nicht verfälschen, obwohl der Blush, den ich aufgetragen habe, auch so ein bisschen schimmert. Aber ich denke, ihr könnt die Foundation dennoch sehr gut erkennen. Für alle, die sich fragen, was ich auf den Augen trage, das ist ein Lidschattenquartett von Chanel. Das sieht so aus. Es ist rot, es ist braun, es ist matt, es ist wunderschön und leider war es limitiert. Die kann ich euch leider nicht verlinken und in der Infobox. Das tut mir mal sehr leid, aber ich trage es halt eben super gerne. Auf den Wimpern trage ich ebenfalls Chanel und zwar ist das die Le Volume Ultra, nee, nicht Ultra Noir, die Le Volume Waterproof ist das. Und auf den Lippen trage ich eine Lip Cream von Gérard Cosmetics, die sehr gut, finde ich, zu dem Augen-Make-up passt. Also insgesamt ein sehr harmonisches, schönes Ergebnis und ich hoffe natürlich jetzt, dass es ein paar Stunden hält. Ich bin selbst sehr gespannt, bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt ist morgens und ich werde das heute Nachmittag nochmal überprüfen und mich dann vor die Kamera setzen und euch so einen abschließenden Bericht abliefern. 8 Stunden ist die Foundation nun auf meinem Gesicht. Ihr seht hier das ungeschönte Ergebnis, wobei ich sagen muss, die Softboxen und das künstliche Licht lassen das Ganze noch mal ein bisschen schöner erscheinen. Ich habe zwischendurch nicht abgepudert, gar nicht abgepudert. Seit circa 2 Stunden fühle ich mich nicht mehr wohl mit dieser Foundation. Ich hätte normalerweise schon längst was gemacht. Ich glänze wirklich stark, speziell hier in dem Bereich, hier oben, an der Stirn. Ich sehe aus wie zerlaufener Käse. Das ist wirklich so. Aber auf einer Pizza, ne? Wenn man sich das mal so bildlich vorstellt. Aber ich werde jetzt Folgendes tun. Ich nehme jetzt ein Blot Paper. Das ist jetzt hier eins von MAC. Und werde mir das mal auf die Stirn drücken. Guckt euch das an, was da passiert.
Okay, das ist ein bisschen eklig, aber dieses Blot Paper hier ist mit das Beste, was ich kenne. Ich habe das jetzt umgedreht. Also das Papier ist gleich nass, ne? Das ist so viel mal zum Thema. Aber ich möchte ganz gerne noch ein paar abschließende Worte dazu sagen. Ich mache jetzt mal fertig, tupfe mich mal noch ein bisschen ab. Ich bräuchte eigentlich noch eins. Okay, ich bin jetzt abgetupft. Das Blatt hier ist tatsächlich nass. Das habe ich selten so in der Form. Ich werde jetzt nochmal mit meinem Blot Powder von MAC hinterhergehen, mit einem kleinen Pinsel. Das habe ich sonst immer dabei in der Handtasche. Ich habe es halt eben heute nicht verwendet. Da gehe ich einfach ein bisschen rein und betupfe mir die Stellen, die so stark nachgeglänzt haben. Nase, rechts und links von der Nase und ein bisschen die Stirn, wo ich gerade das überschüssige Fett abgenommen habe. Und schon fühle ich mich wieder wie ein Mensch. Dann kommen wir mal zum Fazit zu dieser Fenty Beauty Foundation hier. Ich habe mir sehr viel davon versprochen, aufgrund der Versprechungen, die gemacht wurden. Habe ich euch ja alle schon erzählt. Vor allen Dingen das matte Ergebnis hatte mich gereizt und die lange Haltbarkeit. Ich muss jetzt abschließend sagen, dass die gar nicht schlecht ist. Denn sie hat mir beim Auftrag gefallen, das Tragegefühl hat mir gefallen, die Farbe passt 100%, gleicht sich schön an, dunkelt also etwas nach. Ich habe nicht so viel Produkt genommen. Ich kann euch auch erklären, warum. Ich habe ja nur wenig Produkt aufgenommen in einer Schicht und hatte so eine mittlere Deckkraft und habe hier in dem Bereich nochmal nachgetragen. Das mache ich immer so. Denn ich denke immer, wenn ich dann nachglänze und das Öl rauskommt und ich gehe dann mit einem Tuch hinterher oder auch mit einem Blot Paper oder mit so einem Taschentuch oder sowas, dann nehme ich so ein bisschen von der ersten Schicht runter. Wenn ich jetzt nur eine Schicht drauf habe, bin ich ja darunter wieder ungeschminkt. Und ich möchte nicht, dass die Leute draußen denken, ach, was ist sie schön geschminkt? Nur hier nicht. Das ist ja doof. Deswegen mache ich immer hier so eine doppelte Schicht drauf, damit ich halt beim Abtupfen nachher noch etwas auf der Haut trage. So, das dazu. Ich finde also, ich habe wenig Produkt davon verwendet. Ich komme relativ lange damit aus. 32 Milliliter sind hier drin, so steht es drauf. Und ich werde sie weiterhin benutzen, zumindest für den Alltag. Ich finde, sie ist jetzt keine Foundation, die mich so den ganzen Abend über total flawless hält. Ganz und gar nicht. Aber jetzt so abschließend muss ich sagen, sie ist so gut wie eine gute Foundation aus der Drogerie für mich. Es gibt die L'Oréal Indefectible 24 Stunden Matt. Die macht das Gleiche. Die macht auch ein schönes Hautbild. Die ist ein bisschen fester vielleicht, aber dafür hält sie auch länger. Ich habe verschiedene andere Foundations, die genauso einen guten Job machen und wesentlich günstiger sind. Ich habe, glaube ich, den Preis noch gar nicht erwähnt. 33 Euro habe ich dafür hingelegt. Trotzdem finde ich sie gut. Sie bekommt von mir eine gut für meine super ölige Haut. Ich denke, sie ist eher geeignet für leichte Mischhäutchen mit leicht öliger T-Zone und eher nicht geeignet für trockene Haut, würde ich jetzt mal so vermuten, weil dafür ist sie vielleicht doch zu mattierend. Man muss das auch mögen mit dem Matten natürlich. Aber ich finde deshalb, dass sie einen guten Job gemacht hat, weil ich ja keinen Primer aufgetragen habe, keinen Porenverfeinerer aufgetragen habe und nicht wie gewohnt dieses Baking gemacht habe. Ich habe nicht viel Puder aufgetragen danach und ich habe auch kein Setting Spray benutzt. In der Regel für diese super ölige Haut mache ich das nämlich so: Primer, Porenverfeinerer. Ich gehe mit Setting Spray vorher drüber, gebe dann die Foundation oben drauf und ja, zwischendurch pudere ich ungefähr zweimal am Tag ab. Dann mache ich genau das hier, ne, mit diesem Tüchlein hier und dann gehe ich ein bisschen mit Puder drüber, damit ich immer gut aussehe. Das funktioniert sehr gut mit vielen Foundations. Mit dieser hier würde das genauso gut funktionieren. Dazu werde ich jetzt in den nächsten Tagen übergehen, sie dann so aufzutragen und auch zweimal am Tag nachzupudern, damit das immer ordentlich aussieht. Und dann ist diese Foundation auch wirklich gut. Und zum Abschluss, wenn ich fertig bin mit dem Make-up, würde ich normalerweise auch nochmal ein Setting Spray drüber geben. Das habe ich ja jetzt auch nicht getan, weil ich genau sehen wollte, wie diese Foundation sich so macht. Und ich finde, das war jetzt, ich hoffe, hilfreich für euch. Das ist eine sehr schöne Foundation, die man nicht unbedingt haben muss. Ich wollte sie jetzt haben, um sie zu testen. Ich war da irgendwie heiß drauf, ich weiß auch nicht warum. Und wollte euch einfach an meinem persönlichen Ergebnis teilhaben lassen. Immer im Hintergrund mit dem Wissen, dass ich sehr, sehr ölig bin. Ihr habt es gesehen, wie matschig ich nachher aussah. Das ging ja schon gar nicht mehr. Der Lippenstift allerdings hat sich sehr gut gehalten. Und ich habe gegessen, ich habe getrunken, Latte Macchiato mit Milchschaum. Ich habe fettig gegessen, ich habe heute Hühnchen gegessen und sowas. Also, so wie er sich abgetragen hat, hat er sich wirklich schön abgetragen. Jetzt einfach nochmal so ein Lipbalm oben drüber. Dann sieht das wieder picobello aus und der bekommt von mir auf jeden Fall eine 1. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Lasst mich gerne wissen, was ihr zu dieser Foundation sagt, ob ihr sie auch braucht, ob sie euch gereizt hat, ob mein Video euch etwas gebracht hat. Und dann wünsche ich euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!